Gott. Bumblebee, herrlich. Moment, wir sollen nach Whitechapel und... Moment, wo ist die Pension? Ich habe so lange... Hier. Jetzt steht Barnes wie heißt der gleich? Nicht Barnes, der Typ draußen will. Was macht er denn dieses Mal? Streichen, Türen zusammenzimmern, Schuhe putzen, who knows? Er ist hier, der Arzt ist hier, oben in seinem Zimmer. Ich habe ihn durch meine Haustür beobachtet und gesehen, wie er die Treppe hinaufgegangen ist. Ich glaube, er hat eine Pistole. Haben Sie bezüglich des großen Koffers das gemacht, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, ich habe ihn mit Steinen gefüllt und dann abgeschlossen. Sollen wir die Polizei rufen? Nicht notwendig. Gehen Sie in Ihre Wohnung und verschließen Sie die Tür. Wenn Sie einen Schuss hören, schreien Sie so laut, wie Sie können. Watson, wir müssen diesen Mann um jeden Preis entwaffnen, bevor wir versuchen, ihn zur Rede zu stellen. Ja, das Kommen ist Sie eine und gute halten Idee. Sie Ihre Pistole bereit. Saugeil. Vielleicht sollten wir erstmal reden und dann die Pistole wegnehmen. Das ist doch viel logischer. Oh mein Gott. Ja. So, ganz kein Moment. Es geht sofort weiter. So, dann wollen wir mal Dr. Bumblebee auf die Pelle rücken. Keine Bewegung oder ich schieße. Mann, das war echt schwer. Aber was geht hier vor sich? Bravo, Watson. Ich nehme alles zurück, was ich über Ihre unbedeutende Rolle in unseren Ermittlungen gesagt habe. Hören Sie, Herr Polizist. Ich habe Ihren Kollegen auf der Station bereits alles gesagt, also... Auch wenn Sie es nicht glauben, Sir, aber wir sind nicht von der Polizei. Wir sind hier, weil wir uns mit Ihnen über menschliche Organe unterhalten wollen. Ein Thema, das Sie sehr zu interessieren scheint. Was? Aber wer sind Sie? Wir sind diejenigen mit dem Finger am Abzug. Hören Sie, Tumblety, sagen Sie uns alles, was Sie wissen, und Ihnen bleibt der Strick oder eine Kugel erspart. Haben Sie in den letzten Monaten versucht, an weibliche Fortpflanzungsorgane zu gelangen? Darum geht es also. Ach, ihr Engländer. Hören Sie, ich bin tatsächlich im Besitz einiger pikanter Sammlerstücke. Ja. Sie sind mir lieb und teuer, und ich lasse keine Gelegenheit aus, um sie meinen Freunden zu zeigen, egal zu welchem Anlass. Wenn Sie wüssten, was in mir vorgeht, wenn ich die jungen Männer dabei beobachte, wie sie mit großem Erstaunen und Ekel ihre Blicke über diese weiche und schwabbelige Haut schweifen lassen, die sie sonst immer mit inbrünstiger Leidenschaft anbeten. Frauen stoßen mich ab, Gentlemen. Sie gehören mit zu den Schlimmsten, was die Natur jemals hervorgebracht hat. Sie lügen, sind eingebildet und vor allem ekelerregend. Nein, meine Herren, wir Männer, wir Menschen, sind nicht dafür geschaffen, uns mit diesen Tieren zu beflecken. Geil. Und es ist meine Aufgabe, meine Mitmenschen zu belehren, wie es schon die alten Griechen getan haben. Ich weise ihnen den Weg zu maskulinen Bindungen, da nur sie unserer Intelligenz würdig sind. Ach Gott. Mein Gott, dieser Mann hat seinen Verstand verloren, Holmes. Danke, Watson. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie versucht, in den Besitz von weiblichen Organen zu gelangen? In der Tat, aber das ist lange her. Damals habe ich in Liverpool gelebt und einige meiner Ausstellungsstücke haben an Frische verloren. Aber trotz der beträchtlichen Summe, die ich geboten habe, sind die Universitätskliniken meiner Bitte nicht nachgekommen. Sie haben befürchtet, dass schlecht über sie geredet werden könnte, natürlich. Mir sind noch nie überheblichere Menschen begegnet als englische Ärzte. Bla, bla. Immer müssen sie mit ihrem arroganten Geschwätz angeben. Und sobald... Halten Sie den Mund, Tumblety. Also, sind Sie der Mann, der all diese Frauen ermordet hat? Ja oder nein? Bedauerlicherweise nein. Wäre ich an weiteren Gebärmüttern für meine Sammlung interessiert gewesen... hätte ich sie aus den Vereinigten Staaten kommen lassen, wo mich der ganze Spaß viel weniger kosten würde als hier. Oder ich hätte in London ein paar Goldmünzen auf den Tisch einer Leichenhalle oder eines Krankenhauses gelegt.
und sie hätten mir die Organe mit Handkuss verkauft. Ganz zu schweigen von dem hohen Risiko. Zuletzt waren Nieren das große Thema, nicht wahr? Ich denke, ich könnte schon morgen eine Niere für weniger als 1 Pfund beschaffen. Boah. Lange Rede, kurzer Sinn, Gentlemen. Ich kenne Ihren Mörder nicht, ebenso wenig seine Beweggründe. Aber sollten Sie ihm eines Tages über den Weg laufen, bestellen Sie ihm Grüße und meinen tiefsten Respekt. Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Beruhigen Sie sich, Watson. Lassen Sie sich nicht provozieren. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Doktor. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verlassen Sie England so schnell wie möglich. Jeder weitere Tag, den Sie in diesem Land verbringen, stellt eine große Gefahr dar, der sich ein intelligenter Mensch eigentlich nicht aussetzen würde. Und meine Pistole? Ohne die Pistole wird es für Sie sogar noch gefährlicher. Oh yeah, da ist jemand frustriert, weil ihn die Frauen nicht mögen. Solche Frustration stellt sich nur bei ganz extrem. Er kann nicht der Mörder sein. Und seine Geschichte bezüglich der Organe klingt schlüssig. Aber wir können es uns nicht erlauben, selbst das geringste Risiko einzugehen. Ich werde meine kleinen Informanten aus der Baker Street damit beauftragen, ihn im Auge zu behalten. Hört her, Kinder. Oh, bla bla. Wenn Tumblety die Pension verlässt, folgt ihm unauffällig. Und gebt mir morgen so früh wie möglich Bescheid, wo er sich aufhält. Verstanden? Verstanden, Captain. Ich würde jetzt was sagen, aber es kommt Dialog. Yeah, wer hat's gedacht? Sie sind schon fertig, Holmes. Was gibt es Neues? Ich warte bereits seit mindestens einer Stunde auf Sie, Watson. Wie es scheint, hat sich eine neue Tragödie ereignet. Oh nein. Die kleinen Informanten waren hier und haben mir eine Adresse gegeben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau wir suchen müssen. Versuchen wir es trotzdem. Zur Not helfen uns die Kinder weiter, sofern wir ihnen über den Weg laufen. Okay. Oh Gott, jetzt kommt das. Das ist wirklich widerlich. Das habe ich mal vor Jahren gesehen, das habe ich nie vergessen. Das ist ekelhaft. Das wir kommen nicht weiter, so eklig, Holmes, dass es nicht gezeigt doch, wird. Doch, Watson, wir nähern uns der Straße, die ich vermutet nicht hatte. Direkt. Aber ich war mir erst etwas unschlüssig. Deswegen haben wir einen Umweg gemacht, um wirklich sicher zu gehen. Wenn ich den Namen sehe, weiß ich Bescheid. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen, Holmes? Der große Sherlock Holmes kann sich ja nicht irren. So, wow. Ich darf auch mal wieder was sagen. Ja, das Ding mit Mann und Frau und der Gleichberechtigung, das ist so ein Ding gewesen. Ja, das Ding ist, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Frauen damals natürlich nicht denselben Intelligenzgrad erreichen konnten, weil die Männer es ihnen schlichtweg verboten hatten. Ich gebe allerdings zu, dass die meisten Männer heutzutage tatsächlich intelligenter sind als Frauen. Ich habe absolut kein Problem damit, das zuzugeben. Männer haben besseres räumliches Vorstellungsvermögen etc. etc. Wir sind meistens besser in Mathe und so weiter. Es ist tatsächlich eher selten, dass eine Frau einen Mann an Intelligenz übertrifft. Wir haben dafür andere Qualitäten. Guten Abend, mein Herr. Und ich rede jetzt nicht von unseren Geschlechtsteilen. Nein. Mein Freund ist Arzt, der kann Ihnen helfen. Gehen Sie da nicht hin. Er ist hierher gekommen und... Gut. Watson, kümmern Sie sich um den armen Mann. Wundert mich nicht, dass der so... Miller's Kurt. Oh Gott, na super. Nee, also... ich weiß nicht, also ich habe nichts dagegen, dass Männer... Sie sind nicht besser als Frauen, um Gottes Willen. Nur weil die Qualitäten woanders liegen, sind Männer nicht besser. Aber intelligenter in manchen Dingen, bestimmt, würde ich sagen. Heutzutage ist es nun mal irgendwie so... Ich weiß nicht, also... Es hätte garantiert auch mehr weibliche... Erfinderinnen, sag ich mal, gegeben, wenn man sie gelassen hätte. Früher wurden Frauen ja richtig extremst unterdrückt, aber... ja. Moment, da bin ich jetzt irgendwie zum Thema. Ich bin ein wenig blind. Ach ja, stimmt, das war ja da. Nö, also im Großen und Ganzen, ich verstehe mich auch selber persönlich mit Männern besser als mit Frauen. Frauen sind heutzutage wirklich einfach nur so dumm. Oh Gott! Vor allem, wir sehen ja jetzt kaum was, wir sehen nur die Eingeweide und er... Mein Gott! Er sagt... Was ist passiert?
Ich will nicht darüber reden. Warten wir lieber auf die Polizei. Ist sie schon unterwegs? Gott, ich weine ja. Nein. Rufen Sie auch die Polizei, Mister. Ich bleibe hier und halte die Augen offen. Gehen Sie! Nein, ich muss auf meinen Freund warten. Ah, da ist er ja. Schweigend. Watson, sind Sie da? Wie geht es Ihnen? Gut, Holmes. Und Ihnen? Was ist passiert? Guten Abend, Sir. Der ist total verstört, dass... Wo sind wir, Watson? In Whitechapel, Holmes. Das hier muss die Dorset Street sein. Ihnen scheint es nicht gut zu gehen. Kann ich etwas für Sie tun? In der Tat, Watson. Ich brauche etwas Ton, ein großes Stück leicht verformbaren Ton. Ich würde auch um Wein bitten, aber wie Sie wissen, macht Wein immer so sentimental. Was ist dort drüben? Eine Reise, von der man nicht wieder zurückkehrt, Watson. Glauben Sie mir, gehen Sie dort besser nicht hin. Eine Reise? Hinter dieser Tür, in diesem Zimmer. Junge, du raffst manchmal auch nicht. Um genau zu sein, handelt es sich dabei nicht um eine Tür, sondern eher um ein Portal, um eine Schwelle. Und was sich dahinter verbirgt, ist nicht von dieser Welt, Watson. Ein Ort jenseits von Raum und Zeit. Das Werk eines wahnsinnigen Künstlers, der sein Talent dazu genutzt hat, um uns Zugang zu dieser Welt zu verschaffen, Watson. Jenseits dieser Schwelle lauert ein Abgrund. Die Hölle. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Polizei hier ist. Und mit dem Beamten meine wertvolle Zeit zu verschwenden, wäre das Letzte, wonach mir jetzt ist. Können Sie mich nach Hause bringen? Komisch, ich dachte eigentlich, dass Watson da auch hingeht. Und kotzt oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man da nochmal hin? Ah, das ist wirklich unsagbar ekelhaft. Man sieht ja bei dieser Tonfigur später. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Was ist, ich weiß nicht, diese Stimmung jetzt, die ist auch Watson. Let me fucking durch. Hey! Okay, anders, dann teleportieren wir uns einfach. Schande. Sie sollten sich hinsetzen und auch einen Happen zu sich nehmen, Holmes. Mrs. Hudson hat einen Leckerbissen auf den Tisch gezaubert. Der Braten ist zart und saftig. Wenn Sie mir doch nur verraten würden, was in dem Hinterhof war. Die Antwort, Watson. Die Antwort, Holmes? Ja, die Antwort auf eine Frage, die Sie mir vor einigen Wochen gestellt haben. Wie in Gottes Namen kann die Antwort auf eine meiner Fragen in diesem Hof zu finden sein? Und welche Frage meinen Sie überhaupt, Holmes? Und wie schaffst du es zu trinken und zu reden? Wie unser Mörder die Grausamkeit seines letzten Verbrechens noch übertreffen kann, Watson. Ach so, jetzt. Habe ich nicht gesagt, dass Wein sentimental macht? Wollen Sie damit sagen, dass... Ja, genau das habe ich in diesem Raum vorgefunden. Bei der Farbe haben Sie nachgeholfen und es fehlt nur der Gestank, aber darauf wollen wir lieber verzichten. Die Leiche wurde überwiegend durch das Entfernen großer Fleischstücke verstümmelt. Ich habe mir alle Einzelheiten in mein fotografisches Gedächtnis eingeprägt. Na toll. Form, Größe und Körperstelle. Mit dem weichen Ton und Ihren medizinischen Fachkenntnissen können wir versuchen festzustellen, welche Organe fehlen. Sollten wir nicht lieber auf das Gutachten des Gerichtsmediziners warten? Ganz sicher nicht, Watson. Dieses Blutvergießen bleibt schon zu lange ungesühnt. Ich versichere Ihnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Jack the Ripper noch heute Nacht aufzuspüren. Große Versprechungen. Ja.